Also ich denke, dass der Zweite Weltkrieg und die Judenverfolgung auf jeden Fall eines der schlimmsten Verbrechen der Welt war und dass es schon wichtig ist, jetzt auch mal zu sehen, wie es da so war. Klar, im Unterricht nimmt man halt viel auf, viele Fakten, aber jetzt weiß man genau nicht, wie die Menschen sich wohl fühlten. Sie hofften zwar auf ein besseres Leben, aber der Ankunft an den Auschwitz bedeutete halt ihr Tod und deswegen dahin zu kommen, alles aufzunehmen, ist natürlich was ganz anderes, außer als Bilder zu sehen. Und ich denke auch, dieses Erlebnis wird für immer in einem drin bleiben, weil es ja schon was sehr Prägnantes ist. Ja, also ich erwarte jetzt so von der Fahrt, dass ich jetzt halt alles nochmal in voller Größe sehen kann, weil normalerweise sieht man das halt alles nur so halt da, wo man es halt in der Öffentlichkeit mitbekommt, halt in Dokus oder im Unterricht oder halt von anderen Leuten, wenn davon erzählt wird oder halt sonst so von Kontakten. Aber ich denke mal, wenn man das jetzt selber nochmal wirklich sieht und selber da ist, dann erkennt man nochmal wirklich die Ausmaße davon, weil das sind ja jetzt von dem, was man so gehört hat, ist es halt echt groß und ich denke halt nicht, dass man sich das so jetzt so in den Gedanken gut vorstellen kann, weil ich glaube, jetzt niemand hat schon mal jetzt wirklich so ansatzweise so eine große Fläche gesehen, wie das Konzentrationslager da jetzt halt dann besetzt hat. Wenn ihr jetzt nochmal auf die Bilder guckt, oben rechts seht ihr ja ein Bild. Wisst ihr noch, woher das jetzt stammte und was wir dazu nochmal festgehalten hatten? Ja, dass sie das am Anfang eher als Umsiedlung gezeigt haben, dass es dann auch zum Beispiel, wie man auch sieht, sehr schön war, dass die dann gesagt haben, ja, wir ziehen euch nach oben, damit ihr jetzt nicht bei uns leben müsst. Und ich habe ja auch vorhin nochmal gesagt, dass die Juden nicht so ein wirkliches, kein wirkliches Zentrum hatten. Das heißt, für die war natürlich, hatte die Synagoge immer einen ganz besonders großen Wert, weil die da so eine Anlaufstelle hatten. Und insbesondere natürlich, als es dann losging damit, dass die jüdischen Läden boykottiert haben und generell der Judenhass aufkam, war das natürlich noch viel wichtiger, weil die da natürlich die Leute gefunden haben, die immer noch für die Menschen gehalten haben, die sie auch tatsächlich waren und nicht für irgendwelche Parasiten, die sich eingenistet hatten. Also, so meine Erwartungen an die Fahrt sind, glaube ich, so vor allem Klarheit, weil man hört ja auch oft so zum Beispiel diese Mengen an Menschen, die dort wirklich gestorben sind oder dahingebracht wurden und diese Größe von dem allen. Aber so richtig klar werden kann einem das ja nicht, weil das sind teilweise Dimensionen und Zahlen, die sind natürlich riesig und ja, deswegen halt, dass das alles einem klarer wird. Also ich hoffe mir von der Fahrt, dass ich Erfahrungen sammle und auch Informationen über die Geschichte, weil auch wenn das ein sehr dunkles Geschichtskapitel ist, sollte man gerade deswegen, weil es so dunkel ist, darüber informiert sein, damit sowas nicht nochmal passiert. Man sollte eigentlich jede Schule das machen, damit man sieht, wie schrecklich das damals überhaupt war und dass man dann auch nochmal sich das nochmal richtig vorstellen kann und es nicht nur in der Schule macht. Und wenn du vorher in deinem Leben gestanden hast, als Jude, auch sage ich jetzt mal jemand, der in eurem Alter ist oder sonst was, ist zur Schule gegangen und von jetzt auf gleich durfte er nicht mehr mit in den Unterricht gehen. Alle seine Freunde denen wurde gesagt, ja, ihr dürft nichts mehr mit dem zu tun haben. So, der ist kein Mensch im Endeffekt. So, das wurde natürlich auch schon vorher immer so ein bisschen eingetrichtert, aber man hat den noch so akzeptiert im Leben. Aber dann wirklich hat man da komplett alles umgestellt. Man hat, was du auch schon gesagt hast, die hatten oftmals auch Lokalitäten oder hatten irgendwelche Geschäfte, Arztpraxen und die hat man dann auch verkauft an Deutsche. Das Hab und Gut von denen hat man verkauft und das dann praktisch fürs Militär verwendet. Also kann man sich gar nicht vorstellen. Man hat sie dann im Endeffekt in Judenhäuser erst gesteckt, in den Ortschaften, wo sie gewohnt haben. Wir haben hier in Moers haben wir auch so ein Judenhaus oder haben wir ein Haus, was früher mal so eins war. Und in größeren Städten, wie zum Beispiel in Krakau, hat man dann richtige Ghettos eingerichtet, wo dann ein ganzer Stadtteil praktisch ein Judenhaus war, also wo nur dann ja, Kriegsgefangene und auch Juden und so weiter eingesperrt wurden, die dann nicht mehr unter der Menschheit lebt oder unter den Deutschen leben durften. Erstmal wurde halt angefangen, die zu boykottieren. Dann wurden die nicht nur boykottiert, sondern die wurden auch aktiv zerstört sozusagen. Also die Ideologie, der Glaube, die Religion. Bücher wurden verbrannt, heilige Schriften, die Wohnungen wurden gestürzt, Synagogen wurden gestürzt, Vandalismus. Und dann am Ende ging es sogar noch so weit, dass die auch, also jegliches Menschenrecht dann dagegen verstoßen wurde. Die wurden halt eingesperrt und dann später im Endeffekt auch noch in die Auschwitz-Lager transportiert. Also, ich fände es eigentlich schon sinnvoll, dass alle Schulen das eigentlich machen,
sollten, denn ja, also die Erfahrung ist einfach dann ganz anders, als wenn man es nur, ich denke, jede Schule hat das auch im Geschichtsunterricht, aber wenn du es einfach selber erlebst, dann kannst du das auch selber bewerten. Und deswegen denke ich schon, dass man als Schule, dass es eigentlich sinnvoll ist, dorthin zu fahren. Und ich freue mich halt auch, dass ich auf der Schule hier bin und dann da mit hinfahren kann. Ich hoffe, viel neues Wissen zu erlangen, weil man weiß natürlich noch nicht alles, wenn man so vorher irgendwie sich informiert. Aber ja, man erfährt dann halt neue Dinge, wenn man da ist. Und ja, das, also ich hoffe, dass ich einfach viel erfahre und dass ich dann einfach weiß, wie das da war. Solche Erfahrungen sollte nicht jeder machen. Jeder Deutsche, der auch mit, das ist ja unsere Geschichte, der damit aufwächst und alles. Und sowas darf natürlich nicht nochmal passieren, deshalb wird auch jeder darüber aufgeklärt werden. Thank you.
Nachdem dann irgendwann die Zeit der deutschen Besetzung hier stattgefunden hat, also wir sprechen hier von dem Jahr 1939, 40 rum, also 39 begann das dann, und irgendwann im Jahre 1940 wurde dann dieser Friedhof hier umgenutzt, so wie das oft passiert ist. Aus diesem Friedhof wurde eine Mülldeponie gemacht, dieser Friedhof wurde zu einer Mülldeponie erklärt und damit sind die damals stehenden Steine vernichtet worden und geschändet worden. Ja? Jetzt muss man sich überlegen, warum hat man das jetzt so gemacht? Zum einen hat das natürlich einen ganz banalen Grund, so aus organisatorischen Gründen. Da kommt eine neue Macht in ein Land, muss sich jetzt erstmal eine Organisationsstruktur aufbauen. Da ist man dann irgendwie froh, wenn man dann Lagerhallen, Plätze und all sowas zur Verfügung hat. Das bietet sich dann an. Zum anderen hat das aber natürlich noch einen ganz, ganz hohen symbolischen Charakter. Wenn ich aus einem Ort, der ja eine hohe Bedeutung für die jüdische Gemeinde und für die einzelnen individuellen Leute, die da Trauer ausüben, haben oder ausleben haben, wenn ich daraus eine Mülldeponie mache und damit letztlich diesen Ort zu etwas Unreinem erkläre und auch das, was an diesem Ort stattgefunden hat, also alles das, was da unter der Oberfläche liegt, mit dem Thema Müll gleichsetze, ist das natürlich ein symbolischer Schlag ins Gesicht und eine ganz, ganz, ganz tiefe Missachtung der jüdischen Kultur und dem jüdischen Leben hier in dieser Stadt. Uns das berüchtigte Eingangstor. Wir können langsam weiter gehen. Dieser Schriftzug Arbeit macht frei war Rainer Hohn, denn in Auschwitz macht Arbeit vielleicht recht. Nee, nicht frei. Nee, die Gefangenen wurden gehetzt, geschunden, bis alle Kraft aufgetrieben war. Nee, die Arbeit war hier leider kein Mittel des Überlebens, sondern eher der absoluten Macht und des Terrors. Sie sollte die Gefangenen demütigen, ausmergeln und ihre Widerstandskraft erbrechen. Und am 14. Juni 40 ist hier der erste polnische Transport mit polnischen politischen Gefangenen. In dem Transport waren leider auch Jugendliche eingetroffen. Und so hat die Geschichte der größten Menschenvernichtungsanlage aller Zeiten angefangen, von dem deutschen nationalsozialistischen Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Genau am 20. Januar 1942 haben die Nationalsozialisten in Berlin alle organisatorisch-technischen Voraussetzungen für den größten Völkermord der Weltgeschichte geschaffen worden. Höchstwahrscheinlich schon im Sommer 1941 hat der Reichsmarschall Hermann Göring den Architekten des Holocaust Heydrich beauftragt, eine Gesamtplanung für die Endlösung der Judenfrage zu erstellen. Und eben damals im Januar 1942 hat er über seine Pläne mit Vertretern von denjenigen Reichsministerien und obersten Parteidiensten gesprochen, die mit der Endlösung der Judenfrage beschäftigt waren. 15 Nationalsozialisten, 7 von ihnen mit dem Doktortitel, haben im Januar 1942 beim Frühstück Cognac trinkend und gut gelaunt innerhalb von knapp anderthalb Stunden über Leben und Tod von 11 Millionen europäischer Juden entschieden. Sie haben sich nämlich zum Ziel gesetzt, ein judenfreies Europa zu schaffen und alle so viele in Europa und Nordafrika lebenden Juden zu ermorden. Und gleich nach der Wannsee-Konferenz sind die
die Opfer in verriegelten Käfigen, Viehwagen, in den Tod, in Vernichtungsstätten, vor allem nach Auschwitz-Birkenau, gefahren worden. Und viele von ihnen sind nach der Ankunft in Birkenau ermordet worden. Also anfangs, als wir halt reinkamen und in den ersten paar Ausstellungen waren, war es halt eigentlich noch relativ sachlich, also da bin ich gut mitgekommen. War so eigentlich ganz normal, halt wie so ein Museum. Da, wo es dann halt wirklich war, so ging, dass meine Stimmung auch dann ein bisschen runtergegangen ist und wo ich dann wirklich so erstmal dachte, oh, war dann in dem Raum, als man dann an der Wand, also auf der einen Seite an die ganzen Haare gesehen hat, das war sozusagen einer der ersten Ausstellungsstücke, wirklich die von den Insassen dann kamen. Und der ganze Bereich, als er nochmal noch die Kinderschuhe gesehen hat, das hat dann wirklich schon, das hat das Ganze dann schon ziemlich gekippt. Da war mir wirklich dann auch klar, dass das schon sehr extrem ist und auch dann noch wird in den nächsten Tagen. Das war sozusagen das auch einprägsamste heute. Und für mich war vor allem krass, dass als wir im Todesblock waren, vor allem mit der Todesmauer davor, dass halt 25.000 Menschen da erschossen wurden und wir genau an dieser Stelle standen. Und vor allem der Gang mit den vielen Schuhen, dass auch für jedes Paar Schuhe jetzt ein Mensch da liegen könnte und man dann auch diese Leichenberge hat, die man auch früher, die Häftlinge früher gesehen haben. Das war sehr beeindruckend. Der Leiter der Lager Gestapo hat die zum Tode Verurteilten dann im Hof von dem Todesblock an der Todeswand durch einen Schuss in den Nacken erschossen. Hier in dem Hof hat die Lager SS exekutiert und auch Terrorstrafen vollzogen. Man schätzt, dass hier im Hof an der Erschießungswand mindestens 20.000, 25.000 Menschen erschossen worden sind, auch Kleinkinder, Babys, im Zuge der sogenannten Sonderbehandlung. Und ihre Eltern mussten zuschauen, bevor sie selbst hier getötet worden sind. Als wir das erste Mal darüber geredet haben, dann ist es so, da war ich ja noch nie in Auschwitz, ich habe noch nie wirklich vor meinen Augen gesehen, was da passiert ist. Ich habe nur so, man kennt es ja so aus dem Fernsehen, aus dem Radio, man liest es, man spricht drüber, man weiß, was da passiert ist, aber man kann es sich nie so richtig vorstellen, weil man hat es ja nicht gesehen. Selbst wenn man darüber Filme gesehen hat, Bücher gelesen hat, wenn man sich komplett mit dem Thema befasst, ist es etwas anderes, als einmal da gewesen zu sein, weil als ich darüber geredet habe, bin ich ehrlich, da war ich schon, also das hat einen, das fasst einen auch, das packt einen, das geht ins Herz, das so zu erfahren, was da gemacht wurde. Aber mir direkt darunter etwas vorzustellen, das war so, das war einfach in meinem Kopf für dich nicht möglich. Und als wir dann vor den Toren da standen und dann der bekannte Schriftzug da stand, Arbeit macht frei, dann habe ich so realisiert, dass alles, über was ich hier über diesen Ort gesehen und gelesen und einfach alles, was ich mich hier mit diesem Ort beschäftigt habe, jetzt sich vor meinen Augen, vor meinen Füßen befindet und ich jetzt all das sehen kann und
dieses Gefühl war schon echt krass, dann da durchzulaufen und dann immer auch diese Verbindung, diese Relation zu sehen. Der Bunker war in der Vorkriegszeit ein Munitionsmagazin. Zu Lagerzeiten ist er umgebaut worden, zuerst zum Krematorium und zur Leichenhalle, aus der dann die erste Gaskammer geworden ist. Sie war knapp 80 Quadratmeter groß. Trotzdem konnte man hier auf einen Schlag fast 700 Menschen ermorden. Und das Ermorden von so vielen war für die SSler, für die Mörder ein Kinderspiel. Sehr problematisch ist das Verbrennen von so vielen Leichen im Krematorium geworden, denn in diesem Krematorium, wo nur 3 Verbrennungsöfen waren, konnte man am Tag maximal 340 Leichen verbrennen. Deswegen ist das Krematorium stillgelegt und der Vernichtungsprozess ist deswegen dann in Birkenau fortgesetzt worden. Also als man hier hingefahren ist, wusste man natürlich im Hinterkopf so, dass man das alles so sehen wird, aber wenn man wirklich davor steht, ist es halt nochmal was anderes, weil ich finde, das ist so, halt, dann wirkt das nochmal greifbarer, weil das halt, wenn man es halt wirklich selber sehen kann, wenn man vor allem dann auch nochmal diese Zäune da sieht, dann, das ist halt besonders krass so, dass es halt so den Kontrast von diesen eigentlich, wenn man das so will, nett aussehenden Baracken da und dann ist da dieser doppelte Elektrozaun drum. Also es war ziemlich bedrückend, das so zu sehen. Man konnte sich es vorher natürlich auch schon Bilder gesehen, aber so richtig vorstellen konnte man das sich nicht. Und wie es damals war oder auch die Zahlen, konnte man sich jetzt, zwar die Zahl gekannt, aber man hatte keine wirklichen Anhaltszeichen, wie das war, aber da hat man auch die ganzen Haare gesehen, die Schuhe und so, und deshalb war es ziemlich bedrückend. Und dann wurde einem auch erzählt, wie die Kinder behandelt haben oder auch Babys, und das war dann ziemlich schrecklich. Und dann muss man sich erstmal überlegen, dass heutzutage immer noch Leute das leugnen. Gottesverlassenheit in Auschwitz. Nie werde ich diese Nacht vergessen, die erste Nacht im Lager, die aus meinem Leben eine 7-mal verriegelte lange Nacht gemacht hat. Nie werde ich diesen Rauch vergessen. Nie werde ich die kleinen Gesichter der Kinder vergessen, deren Köpfe vor meinen Augen als Spiralen zum blauen Himmel aufstiegen. Nie werde ich die Flammen vergessen, die meinen Glauben für immer aufzehrten. Nie werde ich das nächtliche Schweigen vergessen, das mich in alle Ewigkeit um die Lust am Leben gebracht hat. Nie werde ich die Augenblicke vergessen, die meinen Gott und meine Seele mordeten und meine Träume, die das Antlitz der Wüste annahmen. Nie werde ich das vergessen und wenn ich dazu verurteilt wäre, so lange wie Gott zu leben, nie. Hier in Birkenau fast 100.000 Häftlinge inhaftiert waren, haben natürlich die meisten in diesen solchen Pferdestallbaracken gehaust. Ursprünglich war seine Holzhütte für 52 Pferde der Wehrmacht vorgesehen,
Aber den Menschen ist es hier nie so gut wie den Tieren gegangen. Theoretisch sollte eine Holzbaracke nicht mehr als 400-500 Gefangene beherbergen. Aber weil damals im Sommer 1944 dieses Lager so stark überbelegt war, haben in seiner Baracke etwa 1000-1200 Gefangene geschlafen. Große Transporte, wo auch Kinder waren, haben das Lager um die Jahreswende 1942-1943 erreicht. Ich meine nicht jüdische Kinder. Jüdische wurden regelmäßig selektiert und die meisten sofort getötet, leider. Nichtjuden sind kurz am Leben. Und aber tausende Polen wurden aus dem besetzten Ostpolen ausgesiedelt und viele von ihnen in das Lager deportiert. Und Kleinkinder aus diesen Transporten haben mit Müttern, größere ohne Eltern, in dem Kinderblock 16a, was Sie gleich drin sehen, wurden untergebracht. Zwar haben die Kleinen mit ihren Müttern hier leben dürfen, aber morgens wurden Frauen zur Arbeit gebracht. So haben sich die etwas größeren Kleinen, der sehr klein, angenommen. Und sie mussten anfangs hier tagsüber draußen auf der Wiese sitzen. Und wie haben sich die Kleinen die Zeit organisiert, wie sie das konnten. Sie haben hier nur schlechte Erfahrungen gemacht. Also sie haben oft Lagerszenen nachgespielt. Sie hatten kein Spielzeug, es wurde ihnen bei der Ankunft abgenommen. Und die Kleinen haben ihre Mütter vermisst, natürlich. So musste man sie trösten. Sie haben geheult, hier waren viele kranke Kinder. Sie bekamen keine Sonderverpflegung. Ich fand es jetzt halt so erschreckend, wie eng das alles war. Also ich habe jetzt schon gewusst, dass es sehr viele waren, aber wenn man halt darüber nachdenkt, dass es halt nur die sozusagen, die jetzt halt nicht getötet werden konnten, halt irgendwo jetzt abgelagert wurden, dass sie dann trotzdem mit 16 Leuten bei so vielen Baracken in einem Bett geschlafen haben, das finde ich dann auch schon heftig. Ich fand es erstmal krass, wie groß das da war, dann wie viele Baracken da auch waren. Und wenn man sich dann vorstellt, dass da jeweils 1000 Menschen drin waren, und dass es trotzdem noch Platzmangel gab, sodass sie noch mehr bauen mussten, kann man sich halt diese 1,2 Millionen, waren das so viele? Ja, 1,5 Millionen, kann man sich da schon besser vorstellen. Andere Übertragung zu heute, ihr werdet gleich, wenn ihr euch dieses Bild ansieht, mehr, nicht nur weil ich Lehrerin bin, aber mir geht das immer so zu Herzen, und sagt man so, mein Gott, diese armen Kinder sind hier unter unglaublichen Umständen und da kommt einer hin und malt eine Schule an die Wand. Wie krass ist das? Ja? Wenn wir aus der Schule kommen, dann, boah, Schule ist ätzend, ne? Muss ich da hin, muss ich das noch hinmalen? Das Problem der Normalität, ja, gilt auch für alle Kinder, die in Ländern leben, wo Krieg herrscht. Ja? Die wären dankbar für eine Stunde Schule pro Tag. Und selbst wenn sie mit 60, 70 Leuten in der Klasse sitzen würden. Also hier Normalität herzustellen, um den Menschen überhaupt so ein bisschen Leben zu geben. Alle Transporte eingefahren und wie früher gesagt, die meisten aus Ungarn. Das ist ein echter Waggon. Das waren viele Züge
am Tag und jeder Zug 40, 50 solche Waggons. In jedem Wagen im Schnitt 80 Personen. Also hier waren jeden Tag tausende Menschen. Deswegen haben die Mörder hier rund um die Uhr Selektion durchgeführt. Die Mörder haben hier mit schussbereiten Gewehren gestanden und bissige Hunde auf die Deportierten gehetzt. Die Täter, die Peiniger, haben zuerst die schweren Schiebetüren von den Wagen mit Krach aufgemacht und wild auf die noch lebenden Einknüppeln haben sie aus den Waggons gezerrt. Die menschliche Fracht, das Gelichter, keine Menschen, nur Juden. Sie haben sich hier zur Selektion aufstellen müssen. Familien wurden voneinander getrennt. Die Menschen konnten das nicht verstehen. Wieso? Warum? Gab es kein Warum. Und hier haben sich danteske Szenen abgespielt. Also am Anfang konnte ich mir das so gar nicht richtig vorstellen, ja. Aber als man sich dann dahingestellt hat und man wirklich auch versucht hat, sich da rein in diese Lage zu versetzen, und dieser Waggon ist ja echt nicht groß, das ist vielleicht von mir zu Lorenzo und dann nochmal die Hälfte davon, und ja. da waren ja so Unmengen an Menschen drin, wir waren vielleicht ein Fünftel von dem, was da wirklich drin war, und bei uns hat es ja schon nicht gepasst, also das war schon richtig eng, ja. Und man war richtig nah aneinander. Sich dann vorzustellen, so stundenlang unterwegs zu sein, direkt neben einem Freund, einem Menschen, jemanden, den du liebst, und dann weißt du ja nicht, kann ja immer sein, dass man in so einem Zustand dass man sich nicht befreien kann. Also gab auch bestimmt Menschen, die dann da drin davon verrückt geworden sind, ja. Und dass man dann dabei zugucken muss und es wahrscheinlich auch nicht mal sehen kann, sondern nur hört und mitbekommt, das finde ich auch, diese Vorstellung, so eingefärbt zu sein, ja, finde ich krank. Sie haben dieses Gebäude, Aufnahmegebäude, betreten und kurz vor der brutalen Aufnahmeprozedur hatten sie ihre Namen. Sie waren noch Menschen, aber hier in diesem großen Gebäude hat man sie ihrer Freiheit, Habe, Haare, ihrer Kleidung, Dokumente, der Menschenwürde, auch ihrer Namen beraubt. Also in der zentralen Sauna sind aus Meyers, Kowalskis und Armbrüsters Häftlingsnummern geworden, und ihre Überlebenschancen, wie groß waren sie? Im Falle von den meisten von ihnen war das nur die Frage von ein paar Tagen, vielleicht ein paar Wochen. Thank you.
der Welt. Das ist der Vernichter der Kultur, der Parasit unter den Völkern, der Sohn des Chaos, die Inkarnation des Bösen, das Ferment der Dekomposition, der plastische Dämon, der Verfall der Menschheit. Habe ich leider mehrere Menschen aus meinem recht engen Umfeld verloren. Das ist das, was mir durch den Kopf ging. Zu einer Beerdigung zu gehen, Abschied zu nehmen, einen Schlussstrich zu ziehen. Nicht einmal das hat man den Menschen gelassen. Man hat sie industriell vernichtet und man hat dann die Asche, die ein Problem darstellte im betriebswirtschaftlichen Ablauf des Vernichtungslagers, verstreut. Diese widerwärtige Art, den Menschen alles zu nehmen, bis eben hin zu der Möglichkeit, Ruhe zu finden, bestattet zu werden, die Möglichkeit, Abschied zu nehmen. Ich finde dafür keine Worte. Halt schade, dass diese Zeitzeugen aussterben, weil die kann halt direkt überliefern. Aber ich finde es auch sehr wichtig, dass wir dann einfach alles, was wir darüber wissen, weitergeben. Ja, damit halt, wie die Frau schon gesagt hat, sowas halt nie wieder passiert, weil, ja, ist halt eigentlich so das Schlimmste, was passiert ist. Also, der Guide hat ja gesagt, dass jetzt immer mehr Zeitzeugen sterben und bald irgendwann kein Zeitzeuge mehr da ist. Und dass wir halt dann die Geschichte weitertragen müssen und ich stimme da vollkommen zu. Nazywam się Dziusia Chorowicz, po mężu Karakulska. Urodziłam się 22 kwietnia 1932 roku w Krakowie. Przez kilka tygodni wraz z mamą pracowałam również w Deutsche Emalienwarenfabrik. DEF w skrócie. U Oskara Schindlera polerowałam łuski do nabojów. 21 października 1934 roku
Wraz z mamą, babcią, trzema ciociami i kuzynką zostałam ewakuowana do powstałej fabryki w Brynicach. Niestety przez pomyłkę transport pojechał aż do koncentracjonslager Auschwitz. I tutaj byłam przez 3 tygodnie. A wystarczyło być bardzo krótko, żeby wylecieć wraz z dymem z krematorium. Was damals passiert ist, darf meiner Meinung nach nie mehr passieren, wie unschuldige Menschen einfach systematisch getötet werden. Und die Geschichte wird immer weiterleben, egal wie weit sie entfernt ist. Jetzt sind es schon ungefähr 75 Jahre, aber da sieht man, wie unmenschlich eigentlich Menschen sein können. Żyłyśmy brudne, z wrzami, głodne, niedomyte, zrozpaczone. Kto był dorosły, to sobie bardziej zdawał sprawę z tego, co go czeka, co się dzieje, co jest wokół niego. I czy dożyje jutra, następnego dnia. Na szczęście Oskarowi Schindlerowi, nie wiadomo w jaki sposób, prawdopodobnie za łapówki, za pieniądze, które dostawał, które miał, udało się wydostać z Oświęcimia nasz transport kobiet. Und deswegen müssen wir jetzt auch dafür sorgen, dass die Geschichte noch immer weiterlebt, auch wenn die Zeitzeugen bald alle ausgestorben sind. Und ich finde auch, dass immer also die Menschen auch diesen Ort sehen sollten, weil man sich eigentlich so erst richtig vorstellen kann, wie schlimm das damals gewesen war. Und jetzt hat man auch eine andere Sicht auf diese Sache als vielleicht vor der Fahrt. Und deswegen sollten auch die Menschen sich auf den Weg machen und hier hinkommen und nicht wegschauen. Co pani uważa, co by mi chciała tak, że tak powiem, powiedzieć na drogę? Nigdy więcej. Nic więcej. Tak, nigdy. Nigdy. Leute, die dann vielleicht in den nächsten Jahren hier auf die Fahrt fahren, sag ich mal, kann ich halt nur sagen, dass es sich auf jeden Fall lohnt, denn man lernt nicht nur viel weiteres über das Thema selbst, über beim Nationalsozialismus oder den Zweiten Weltkrieg, sondern man lernt auch viel über das Leben selbst und kann das viel mit dem Alltag in seinem eigenen Leben selbst verbinden. Vor allem jetzt dadurch, dass es immer mehr rechte Bewegungen jetzt im Moment in der Politik gibt, denke ich, dass es wichtig ist, dass ich jetzt, auch wenn die, vor allem jetzt die Zeitzeugen sterben, alle Menschen darüber informiert werden, weil es immer noch ein relevantes Thema ist, auch wenn es jetzt schon 70, 80 Jahre her ist. Und ich denke, das sind so die Gründe, warum jetzt vor allem auch die Schüler jetzt nächstes Jahr auch mitkommen sollten, weil es halt echt informativ ist und wichtig halt zur Aufklärung, was hier wirklich passiert ist. Vielleicht fängt man dann auch selber an, andere Leute davon zu überzeugen, dass es halt wichtig ist, daran zu denken. Heute leben leider nicht so viele Auschwitz-Überlebende. Vor 4 Jahren, im Januar jedes Jahres, feiern wir die Befreiung von Auschwitz-Birkenau. Und vor 4 Jahren haben wir zum 70. Mal die Befreiung des Lagers gefeiert. Und 300 Überlebende sind zu der Feier gekommen. Deswegen wurde vor das Todestor von Birkenau ein großes Zelt aufgestellt. Voriges Jahr sind nur 60 von ihnen gekommen. Anfang dieses Jahres 50. Und eine gute Frage ist, wie viele nächstes Jahr kommen, in 2, 3 Jahren. Und eines Tages
kommt niemand mehr von ihnen. Und warum? Denn alle Stimmen der Zeitzeugen sind gleich verstummt. Und deswegen ist es wichtig, ich meine, die Besucher der Gedenkstätte, für sie ist das Weitererzählen eine sehr große Herausforderung, weil die Überlebenden, die gleich aussterben, sagen eines Tages nichts mehr. So müssen wir darüber weitererzählen, wenn wir ein neues Auschwitz verhindern wollen. Wir wollen ein neues Auschwitz verhindern, aber viele wären bereit, heute, nach nicht so vielen Jahren nach dem Holocaust, ein neues Auschwitz zu erschaffen. Und wir müssen Nein sagen. Wir dürfen nicht schweigen. Wir müssen das weitergeben. Stuck in her daydream, been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries. And they scream, the worst things in life come free to us, cause we're all under the upper hand, and go mad for a couple grams, and we don't wanna go outside. Oh.